Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video. Ja, wie ihr schon seht, ich bin in voller Montur und bereit für Kajak VR Mirage. Und ja, was ist Kajak VR Mirage? Eigentlich sagt es der Name ja schon. Wir haben hier einen PC-VR-Titel, der Grafik-Extraklasse kann man schon sagen, weil die Grafik, die man da erlebt, erlebt man echt verdammt selten in VR und echt der absolute Hammer. Ich habe mir die Mühe gemacht und habe die Controller der Valve Index hier an die Paddel montiert und habe damit mit so Klettverschluss und Kabelbindern habe ich die so ein bisschen hier fixiert und dann konnte man echt cool mit dem Ding paddeln. Und das gab nochmal einen richtigen Immersionsschub. Natürlich kommt man dann schon mal auf den Boden oder gegen die Wand. Passiert natürlich schon mal. Aber trotzdem war es echt mega gut. Besonders, weil es nochmal einen Tick anders ist, als wenn man nur die Controller in der Hand hat. Also Immersionskick, würde ich sagen. Ja, Rettungsweste habe ich auch. Da möchte ich auch nochmal meinen Kollegen Dominik danken. Danke, dass du mir hier die Paddel und die Rettungsweste zur Verfügung gestellt hast. Und somit konnte ich hier das Video ein bisschen witziger gestalten, sage ich mal. Lassen wir uns mal ganz kurz auf die Steam-Seite schauen. Und hier sind wir auch schon. Das Spiel ist noch nicht erhältlich. Ihr könnt aber auf dem Discord des Entwicklers könnt ihr euch für den Beta-Test anmelden. Und den Link zum Discord werde ich unten in die Beschreibung packen. Da müsst ihr einfach nur euer System, was habt ihr für einen PC, was für eine VR-Brille und so weiter und so fort. Und dann bekommt ihr eventuell einen Testkey. Und ich bin gespannt, wann es rauskommt, wann noch ein paar andere Karten kommen. Also es hat jetzt den Modus aktuell einfach nur die Map genießen. Dann haben wir aber auch einen Racing-Modus. Das heißt, wir müssen so schnell wie möglich durch diesen Canyon durch und diese Bergschlucht. Und das habe ich jetzt gar nicht gemacht, weil es mit dem Paddeln gar nicht möglich war, so schnell zu agieren. Das war eher nur für Immersion und einfach so ein bisschen rumcruisen. Das war echt cool, fand ich auf jeden Fall. Und es gibt auch eine Möglichkeit, dass man den Stick wirklich, also die Paddel, physikalisch ins Spiel einbaut. Das heißt, man kann sich dann auch abstoßen und diese Option kann man aber an- oder ausschalten, wie man es will. Ich fand es jetzt echt praktisch, dass man sich wirklich, wenn man mal irgendwo festhängt, konnte man sich vom Felsen wegdrücken. Das ist ganz cool gemacht. Ihr könnt die Höhe vom Kanu, die Sitzhöhe einstellen. Das ist alles möglich. Und dann gibt es noch so ein Reset View. Das heißt, wenn man mal irgendwo jetzt falsch guckt, man guckt schräg aus dem Kanu oder so, kann man dieses Kanu und die Position vom HMD jederzeit übers Menü auch wieder resetten. Auch eine sehr wichtige Funktion. Ich habe den Grafikmodus auf, ich glaube, Epic eingestellt. Danach kommt noch Cineastisch oder irgendwie sowas. Ist natürlich für meine 1080 Ti Epic schon sehr, sehr viel. Aber es sieht auch so fantastisch aus in Epic. Und müsst ihr gleich einfach mal reinschauen. Schauen wir uns mal ganz kurz die Hardware-Anforderungen an. Also empfohlen wird eine 2080. Was darüber hinaus ist, ist natürlich noch besser. Und Mindestanforderung ist eine 2070 oder eine AMD 5700 XT. Und ich bin mit meiner 1080 Ti dann so gerade noch in den Mindestanforderungen, würde ich mal fast sagen. Und lief aber soweit ganz gut. Aber ich glaube, man sollte hier wirklich eine RTX-Karte haben, um das Spiel nochmal ein bisschen besser zu genießen zu können. Ja, ich möchte nicht jetzt so lang rumreden. Ist kein langes Gameplay. Einfach mal ein bisschen vom Spiel zeigen. Und ich hoffe, euch gefällt's. Wenn ja, wie immer, Abo raufhauen auf meinen Kanal. Like da lassen wäre echt nice. Und schreibt doch einfach mal am Ende des Videos, was ihr von dem Spiel haltet. Könnt ihr mir gerne unter die Kommentare setzen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Gameplay. So Leute, willkommen bei Kajak VR Mirage und wir machen hier nicht ganz Trockenübungen, aber es sind kleine Übungen hier quasi im Menü und das finde ich echt cool, dass man im Menü hier schon ein bisschen was paddeln kann, ein bisschen trainieren kann. Da wird einem erklärt, wie man was macht, ne? Rückwärts fahren, drehen und so weiter und so fort. Also ist ganz gut gemacht.
ich habe jetzt hier wirklich einen Paddel, ich habe wirklich eine Rettungsweste. Helm hat jetzt nicht mehr gepasst wegen der Valve Index, aber die sehen wir jetzt einmal als Schutzhelm an. Und ja, ist echt cool, wenn man wirklich mit Paddeln da ja, den Fluss runter pest, sage ich mal, oder einfach mal genießt die Natur. Und schauen wir uns mal ganz kurz das Menü an. Und ja, hier haben wir nochmal Reposition Kajak, Recenter HMD, die sind ganz wichtig, die Knöpfe. Dann haben wir hier einmal Select Level, es gibt momentan nur ein Level. Settings haben wir, General Settings, da können wir nochmal Controller Attach to Stick. Das können wir einfach mal anklicken. Rotation machen wir nicht. Hier kann man die Höhe vom Kajak bestimmen. Und ja, die habe ich mir jetzt hier auf 53 gestellt, passt ganz gut. Das ist, wenn man die Höhe ja zum Paddeln nicht schafft. Wenn ich das zu hoch mache, ich sitze dann höher im Kajak, aber dann komme ich mit den Paddeln nicht mehr vernünftig ins Wasser. Bringt also nichts. So, hier kann man das Offset der Controller einstellen. Ich lasse es einfach mal so. Wir haben hier die Audio-Settings, Musik und Soundeffekte. Und ja, hier haben wir die Grafikeinstellungen. Ich habe es auf Epic. Cinematic wird meine Grafikkarte wahrscheinlich bei der Aufnahme auf keinen Fall schaffen. Aber es sieht schon so fantastisch aus, muss man einfach sagen. Und ja, sogar nochmal Advanced-Einstellungen, Anti-Aliasing, Pixel Density, das ist quasi, ja, wie viel Prozent das Bild nochmal hochgerechnet werden soll. Wir sind bei 1, also 100%. Gehen wir darüber, wird es nochmal höher gerechnet, lasse ich aber erstmal so. Okay, ich würde sagen, wir suchen uns jetzt das Level aus, das ist Canyons. Wir haben hier Gaming Mode, Race oder Freeride. Ich möchte einfach mit euch die Landschaft genießen, einmal schauen, wie ist das Game so. Und da reicht der Freeride. Vielleicht machen wir danach auch mal einen Racing Mode, aber da bin ich nicht wirklich gut. Also, legen wir mal los. Viel Spaß. So, hier sind wir im Canyon und ja, ich glaube, jeder sieht es hier. Also, Wahnsinn. Wie die Texturen von den Bergen aussehen, wie das Wasser aussieht. Wahnsinn. Einfach der Hammer. Hier haben wir hier, der Berg liegt im Schatten. Da liegt er in der Sonne, das sieht man ganz gut. Die Bäume sehen fantastisch aus. Da oben sind ein paar Vögel. Okay, ich würde sagen, probieren wir mal, ob wir lospaddeln können. Oh, die Paddel machen auch ganz gut Wind hier im Raum. Ah, Leute, das ist immersiv ohne Ende. Wahnsinn. Musik ist schön, beruhigend. Sogar die Vögel haben Schatten geworfen. Kann man sich hier abstoßen? Ja, cool. Einfach zum Träumen. Wahnsinn, ich bin echt gerade sprachlos. Aber bestimmt ist sie gerade die ganze Zeit den Mund auf, weil ich einfach so perplex bin. Mal gucken, ob das klingt. Das ist geil. Das ist mega. Also der Stick hier, seht ihr, backt auch nirgendwo durch. Kann man aber natürlich einstellen. Das war die Einstellung, die ich eben gemacht habe mit dem Stick. Finde ich ganz gut. Und ich merke, es ist ganz schön anstrengend. Die Bewegung ist man sonst natürlich auch nicht gewohnt, ne? Versuche ich mal ein bisschen tiefer einzutauchen. Natürlich habe ich nicht die Höhe, aber es geht. Geht ganz gut. Die Blätter fallen hier runter. Schattentexturen sind einfach Wahnsinn. Auch die Blätter, die hier auf dem Wasser liegen. Guckt euch das mal an.
Einfach nur wow. Das ist natürlich cool, dass man wirklich mit dem Stick auch arbeiten kann, ne? Ich möchte mich jetzt hier abstoßen. Auf meine Controller drehen sich jetzt hier nicht die ganze Zeit, aber wird nicht... ja, ich habe eben versucht, die vernünftig festzumachen, aber ist ganz schwer, an einem runden Gegenstand die so ja, festzumachen, dass es sich nicht dreht. Aber das Spiel kriegt es ganz gut mit. Nur noch Dinosaurier hier drin. Dann denkt man echt, man wäre in einer anderen Zeit. Oh, jetzt müssen wir uns ducken. Also das ist mein Projekt. Wahnsinn. Geil. Oh, paddel ich hier schon mit meinem Kajak. Wow. Läuft auch in der Brille jetzt relativ stabil mit meiner 1080 Ti. Also man sieht selten solche Grafik in VR. Okay, mit der Quest sowieso nicht mehr, ne? Aber auch auf PC VR ist es eher selten geworden, dass man so eine tolle Grafik hat. Also hier könnte man sich jetzt erst hinlegen, ein Nickerchen machen. Oh, hier müssen wir, glaube ich, an die Kurve. Ach, die Änderung vom Wasser, die Farbe, je tiefer das, der Untergrund hier ist. Cool gemacht. Und was sagt ihr zum Spiel, zur Grafik? Gerne mal in die Kommentare schreiben. Auch die Soundeffekte sind cool. Man hört Vögel, Wasser, ein bisschen Wind ab und zu. Vögel natürlich auch. Musik muss man natürlich jetzt mögen. Komm, ich will hier weg. Boah, Leute, das geht echt in die Arme. Hier ist es ein bisschen niedrig. Merkt man natürlich auch direkt. Und ich bräuchte mehr Platz hier. Na komm. Jetzt probiere ich mal hier irgendwie rauszukommen, mal langsam.
Also Racing brauche ich gar nicht zu machen, besonders jetzt mit dem Setting hier nicht. Habe ich gar nicht genug Platz für. Aber Leute, Wahnsinn. Okay, mit den Blättern kann ich jetzt nicht interagieren, aber ansonsten. Einfach zum Träumen. Und ich bin auf mehrere Maps gespannt jetzt, die wir noch eventuell sehen. Ist ja noch ein ganz früher Anfangsstatus hier, den wir haben. So, ne? Mal uns drehen wollen. Ah. So kann man sich auch gut gehen lassen, oder? Muss nicht immer was zum Ballern sein, einfach auch mal sowas, ist ja auch mal ganz cool. Zum Abschalten, Natur genießen. Das klappt echt ganz gut hier mit dem Stick, dass man sich hier wegdrücken kann. Bin ich echt begeistert von. Also, dass sich ein Entwickler überhaupt nochmal rantraut an so einer Grafik, zeigt ja, dass er wirklich an PC-VR glaubt. Weil das wird die Quest nicht packen. Auch nicht in abgespeckt. Natürlich aber auch nicht. Ja, einige Grafikkarten werden hier auch Probleme bekommen oder ins Schwitzen geraten. Ich denke mal sogar meine. Einfach cool. Ja, Leute. Ich würde sagen, das reicht eigentlich auch schon als kleines. Als kleines Video, damit ihr mal einen Eindruck davon bekommt, wie das so ist. Und wir können jetzt mal ganz kurz den Racing-Modus starten. Gehen wir mal zurück. So, jetzt sind wir hier im Racing-Modus. Jetzt können wir hier Race Against Ghost. Machen wir einfach mal Silver. Start. Und ja, da werden wir natürlich untergehen, ne? Ist ganz klar. Da sehen wir, wie es aussieht. Aber hier sollte man definitiv nicht mit Paddel paddeln. Aber dann seht ihr wenigstens mal, man fährt so wirklich gegen so Geister. Und da war ja sogar gerade der Entwickler dabei, wie der paddelt. Ja, Leute, da werde ich keine Chance haben, besonders so nicht. Aber, wie gesagt, ich konnte euch so das Spiel wenigstens mal zeigen. Und ich muss sagen, macht einen guten Eindruck, läuft relativ stabil, macht Spaß. Wie gesagt, man kann hier auch, wie ich, mit dem Paddel spielen. Aber, boah, ich merke das hier tierisch, also das ist echt Wahnsinn. Aber hat trotzdem Spaß gemacht und ja, wenn euch das Video hier gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen, Abo-Button nicht vergessen. Und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.